Ja, und ich muss jetzt los. Mama, bleib hier! Mama, bleib hier! Mama, bleib Jan, hier! Jan. Mama! Jan. Mama, bleib hier! Es geht nein, nicht, ich muss zur Arbeit. Nein! Hey, was ist denn hier wieder los, Jan? Die Mama muss doch zur Arbeit, der Papa auch, hm? Schatz, ich bin jetzt da. Mach du dich in Ruhe fertig. Ich bleib jetzt erst noch mal einen Moment hier. Der Papa ist da. Ich bin da, okay? Hm? Großer. Gut, ich bin sofort wieder da, Jan. Papa, bleib hier! Papa, Jan, ich muss bleib doch, hier! Jan, Papa, ich muss doch mal hier bei der Schule. Nein, hey, jetzt, Papa, Jan! Hey, ich muss hier doch mal bei der Schule bleib, anrufen. Papa, bleib hier! Jan, ich muss. Jan, es ist doch alles gut. Da wir jetzt die letzten Tage und Wochen keine ruhige Minute mehr hatten, bin ich wirklich jetzt wirklich froh, dass der Tondera heute kommt. Johannes Tondera ist Sozialarbeiter an der Schule des Achtjährigen und folgt dem verzweifelten Anruf von Jans Vater. Für Mama Isabel ist der Familienhelfer die letzte Hoffnung, denn sie leidet mit ihrem verängstigten Sohn mit und weiß nicht, wovor der Zweitklässler solche Panik hat. Ihr Mann hat ja so ein ganz kleines bisschen schon was am Telefon erzählt, aber da ich ja jetzt kurzfristig konnte, habe ich gesagt, wir besprechen das lieber persönlich. Ja. Vielleicht erzählen Sie mir einfach mal, wo der Schuh so ein bisschen drückt. Räum das mal ja, komm, machen Sie einfach weiter. Ja. Ja, also unser Familienleben ist im Moment im Ausnahmezustand, ehrlich gesagt. Mhm. Hat es denn konkret vor ein, zwei Wochen irgendwas gegeben, dass es da irgendwas gab, wo Sie sagen, er muss Angst haben oder das war irgendwie ein Problem oder so? Das Einzige, was mir jetzt noch so einfallen würde, ist, wir haben uns ja letztes Jahr den Wohnwagen hier gekauft, waren ja auch am Gardasee. Und dieses Jahr wollen wir auch wieder dahin. Die Mutter berichtete mir dann, dass der Sohn dort ein kleines negatives Erlebnis hatte. Und zwar war er ausgesperrt aus dem Campingwagen, mit dem die drei dort waren. Und die Eltern waren eingesperrt in dem Campingwagen. Das hat eine Zeit gedauert, bis die Tür wieder aufging, die geklemmt hatte. Aber natürlich kann das für ein Kind erstmal eine negative Erfahrung sein. So ungefähr, seitdem Sie das mit dem Urlaub planen, so habe ich das jetzt verstanden, tritt dieses Verhalten auf. Es geht wieder mit dem Wohnmobil los. Also eigentlich sollte man der Spur mal nachgehen. Was ich aber so sehe auch, und das ist jetzt noch mal so ein Nebenthema für mich, wie geht's Ihnen denn überhaupt damit? Ja, ich war jetzt ein paar Tage nicht arbeiten. Mhm. Mein Mann, er macht auch schon alles. Ich weiß weder ein noch aus. Mhm. Es ist kein Familienleben mehr möglich. Also ich verstehe, das ist für Sie schwierig. Aber es war ganz gut, dass jemand mich angerufen hat. Ich kann ihn natürlich. Mitten im Gespräch entzog sie sich an dieser Situation, indem sie erst mal wegging und auch wegblieb. Das interpretiere ich als Übersprungshandlung. Das heißt, sie war mit der Situation überfordert, mit dem Erzählen über ihre Probleme und musste erst mal aus dieser Situation raus und etwas anderes machen. Warten Sie, Ihnen geht's nicht gut, ne? Ich merke das ja. Also, was ich gerade sagen wollte. Ja. Natürlich kann ich jetzt auch nicht zaubern und ich kann Ihnen keine Versprechungen machen. Aber wir versuchen, an der Situation zu arbeiten, das Problem zu finden und vielleicht auch eine Lösung zu erarbeiten. Ja? Okay. Okay. Sollen wir reingehen? Ja. Alles klar. Wenn wir von einem Trauma sprechen, dann sprechen wir von einer seelischen Beschädigung, die tatsächlich lange in den Alltag mit hineinreichen kann und unbewusst immer weiter verarbeitet wird. So eine Schädigung kann hervorgerufen werden durch einen Autounfall, durch einen Todesfall in der Familie und so weiter. Damit sollte man nicht spaßen, man sollte sich auf jeden Fall fachliche Hilfe holen, um dieses Thema dann auch aufzuarbeiten. Ach, hallo. Hallöchen, Herr Meier. Ach, der Tondera, grüß Sie. Papa, ich möchte ihn doch nur... Papa, bleib hier, ich Papa, Papa. Hey, Papa, ist doch gut, ich bin Papa, doch da, hey. Bleib hier, bleib ich möchte hier, ihn doch nur... Papa, ist doch alles gut, Papa. Hey. Also. Hey, ist doch alles gut. Ich vielleicht stelle ich mich dir erst mal vor. Grüß Sie, hallo. Hallöchen, wir haben ja telefoniert. Ja, dann. Ich bin der Johannes. Hallo, ich bin der Jan. Das habe ich mir gedacht, dass du der Jan bist, ne? Und dein Papa, der hat mich angerufen. Und ich habe auch gerade schon mal mit der Mama gesprochen. Und wir haben ganz, ganz viel über Urlaub erzählt. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mit der Mama schon so viel gesprochen habe und mit dem Papa auch, vielleicht können wir beide uns auch mal unterhalten. Hättest du da Lust zu? Hm? Aber dann würde ich darum bitten, ne, ob das geht, dass wir beide uns mal alleine unterhalten. Geht das? Nein. Nicht ohne Mama und Papa? Ich habe das ja gerade schon gesehen. Ne? Das ist ja schwierig, wenn der Papa aufsteht, ne? Und mal weg will und so.
Weißt du, was ein Kompromiss ist? Ein Kompromiss ist etwas, wenn einer was vorschlägt, wo der andere ein kleines Zugeständnis macht und man selber auch. Und da sind beide trotzdem zufrieden. Und ich schlage dir jetzt einen Kompromiss vor. Wir stellen die Mama und den Papa draußen in den Flur, dass sie überhaupt nicht weg sind, aber hinter dem Vorhang da vorne. Du hast ja hier so eine coole Höhle, ne? Und dann unterhalten wir bei uns beide mal. Ist das okay? Ist das okay? Wir sind hier vorne. Wir sind nicht weg, okay? Super, dann machen wir das mal. Ich habe versucht, ein kleines Gespräch zu führen dann und habe ihn natürlich auch nach der Situation im Urlaub gefragt und natürlich auch, warum er denn nicht mit rausgehen will, nicht zur Schule und so weiter. Es hat sich ganz schnell gezeigt, dass das nicht funktionierte. Deshalb sind wir dazu übergegangen, ein kleines Spiel zu machen, um die Situation auch aufzulockern. Johannes Tondera schlägt Jan deshalb vor, dass sie spielen, nach Italien zu fahren. In gelöster Atmosphäre hofft der Familienhelfer herauszubekommen, warum der Achtjährige sich seit Tagen in seinem Zimmer verbarrikadiert. Der Junge wird seine Eltern noch schockieren. Ja, ich war ja früher auch im Urlaub und bei mir war das immer so. Im Urlaub, da durfte man immer ein bisschen länger ausbleiben als zu Hause. Ich durfte bis 9 Uhr wach bleiben. Bis 9 Uhr? Da, prima. Und ihr wart ja mit dem Wohnwagen unterwegs, ne? Und da habe ich von der Mama gehört, da gab es auch einen kleinen Vorfall, der war nicht so schön, ne? Da warst du ein bisschen ausgesperrt, ne, eine Zeit lang, weil die Tür kaputt war oder so, kann das sein? Und war das so schlimm? Ja, ich fand es richtig schlimm. Gut, das ist auch nicht so schön, ne? Ist das denn wohl der Grund, warum du nicht so gerne jetzt wieder weg willst und in Urlaub fahren willst? Nein? Gibt es denn da einen anderen Grund? Wir haben das Spiel dann beendet. Ich hatte eigentlich einen positiven Eindruck, aber deshalb wusste ich noch lange nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt. Deshalb haben wir ein bisschen weitergemacht. Ich habe die Eltern auch dazugeholt dann, um zu gucken, wie er reagiert, wenn die dann da sind. Und wir haben einfach mal gespielt, ich packe meinen Koffer für den Italienurlaub. Und der Jan musste dann die Sachen zusammenpacken, die ihm besonders wichtig waren. Also, du kannst dir alles aussuchen. Was meinst du, was würdest du mitnehmen? Kissen. Kissen? Ich hab hier. Mhm. Dann. Spielzeug, Haus oder was ist das? Was machst du? Das große Haus willst du mitnehmen? Ich möchte mein Zuhause auch mitnehmen. Das möchtest du mitnehmen? Erklären aber das ist doch schön, wenn man das zu Hause. Möchte jemand unser Zuhause wegnehmen? Ach, wieso denn unser Zuhause wegnehmen? Wir fahren doch nur in Urlaub, wir kommen dann doch wieder. Wir haben den Jan natürlich darauf angesprochen, warum er denn das Haus mit in den Urlaub nehmen wolle. Er sagte daraufhin, damit das hinterher noch da ist, wenn wir wiederkommen aus dem Urlaub. Und er wolle ja in dem Haus bleiben. Das habe ich jetzt und die Eltern, glaube ich, auch nicht ganz verstanden. Daraufhin hatte er ein Versteck gezeigt, aus dem er einen Brief holte. Und was daran stand, das ist für Kinder natürlich wirklich erschreckend. Wo hast du den gelesen? Warum hast du ihn nicht uns gegeben? Der ist doch eigentlich für uns. Aber mich würde mal interessieren, was da drin steht. Ja, es ist also im Endeffekt so, dass der Besitzer des Hauses Eigenbedarf im Endeffekt angekündigt hat. Ach so, ja, genau. Und ja, wir werden also ja, schon hier ausziehen müssen, aber wir kriegen ja auch wieder Neues zu Hause dann. Und den hast du gelesen und hast dann Angst bekommen? Du wirst nicht aus dem Urlaub oder aus der Schule kommen und du hast kein Zuhause mehr. Doch, das habe ich aber gesehen. Familien mit armen Kindern, also Kinder mit armen Familien, müssen ausziehen und durch ganz viele Länder reisen und finden ganz spät erst neues Zuhause. Und wenn ich das machen muss, ich kann nur Deutsch, ich kann gar nicht die Sprachen von anderen. Jan, wo hast du das denn gesehen? In Kindernachrichten. Ach, das ist doch, guck mal, da hast du bestimmt gesehen, wie arme Flüchtlinge da irgendwo weg mussten. Aber das ist doch bei uns in Deutschland nicht. Unser Zuhause nimmt uns keiner weg. Es ist immer ein Zuhause da, versprochen. Das Thema Flüchtlinge ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Kinder sehen das im Fernsehen relativ unreflektiert. Auch da ist es wichtig, dass man das Gesehen mit den Kindern aufarbeitet, dass man darüber spricht, ihnen viel erklärt. Ich habe der Familie geraten, dass sie dem Jan bei dem Prozess der Wohnungssuche bzw. der Haussuche teilhaben lassen sollen. Denn es ist immer wichtig, dass man Kinder aufklärt, dass sie tatsächlich dabei sind, wenn Entscheidungen getroffen werden. Denn dann hat man auch keine Angst mehr vor dem Unbekannten. Fährst du denn jetzt mit in den Urlaub ohne Angst mit dem Wohnwagen? Ja. Darf ich dann mitkommen? Leider nicht. Nein. Durch das Gespräch mit dem Sozialarbeiter hat Jan die Angst verloren, sein Zuhause zu verlassen. So kann die Familie einen erholsamen Urlaub miteinander verbringen. Nach den Ferien ziehen die Meyers in eine neue Wohnung mit extra großem Zimmer für Jan.